Mein Name ist Athina Kontou. Meine Band heißt Mother. Es ist ein Quartett mit Luise Volkmann am Saxophon, Dominik Mahnig am Schlagzeug und Lukas Leidinger am Klavier. Wir haben gerade ein Album aufgenommen, das heißt Tzivaeri. Da haben wir auch zwei Gastmusiker, Koray Biratsari, der die Lafta gespielt hat, und Epaminondas Lavas, der Bouzouki und Oud gespielt hat. Tzivaeri bedeutet auf Griechisch mein Schatz oder mein Juwel und ist ein Wort, was seinen Ursprung im Türkischen hat, das wiederum seinen Ursprung im Arabischen hat und ein schönes Symbol dafür, wie die Lieder wandern und die Wörter wandern mit den Menschen. Tzivaeri ist ein griechisches Volkslied, das eines der wichtigsten Lieder der griechischen Migranten und ist auch aus der Region, aus der meine Mutter stammt, dem Dodekanes. Und dieses Lied ist ein ganz wichtiges Lied für mich, das ich lange kenne und in dem die Mutter besingt, dass sie ihr Kind vermisst, was in der Migration lebt. Insofern ist das für mich eine Auseinandersetzung mit den Klängen meiner anderen Heimat. Die Musik war sehr, sehr präsent und hat für mich auch sehr viel symbolisiert immer. Das war dann auch, als ich aus Griechenland weggezogen bin, teilweise schwierig emotional, diese Musik zu hören. Und weil da wirklich ganz viel Emotionen hochkamen, die gar nicht so zuordnenbar waren. Warum kommt das jetzt gerade? Da war plötzlich ein Gefühl von Trennungsschmerz oder Einsamkeit oder Sehnsucht, die ich gar nicht so greifen konnte. Und dann eben eine Band zu finden auch, mit der man diese sensiblen Themen auch angehen kann und wo man gemeinsam
die Musik entdecken kann, weil ja, für euch war das ja ein neues Material, neue Klänge. Und ich konnte mich dann auch emotional noch mal so Schritt für Schritt annähern an, in diesem Prozess von ich schicke euch Playlisten oder YouTube-Videos. Ah, das ist der Tanz aus der Region, so sieht das aus. Das sind die traditionellen Instrumente, die normalerweise benutzt werden. Da haben wir auch viel gehört, so Dudelsack, Klarinette. Wie überträgt man diese Klänge in so einen Jazzband-Kontext? Die Präparationen vom Klavier sollen ja so ein bisschen die Saiteninstrumente andeuten, die eigentlich in der traditionellen griechischen Folklore total präsent sind. Ja, und dieses Erarbeiten von der Musik, das war ein sehr, sehr toller Prozess für mich.